Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, neues Intro. Ich glaube, nach 2 oder 3 Jahren war es mal an der Zeit, das Intro zu verändern, weil es doch in die Richtung Fashion gegangen ist mit meinem Kanal. Somit hat das Intro nicht mehr ganz dazu gepasst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das neue Intro findet. Wenn ihr es kacke findet, wird das auch nichts dran ändern. Freunde, herzlich willkommen auf Justins Dritt- oder Viert-Kanal. Mittlerweile besteht dieser Kanal ja nur noch aus Videos von Justin. Aber ich habe mir gedacht, da ein letztes Video noch auf diesem Kanal, weil vor einem Jahr hat der Beef mit diesem Kanal begonnen und soll auch wieder auf diesem Kanal enden. Ich bin froh, dass das Kriegsbeil begraben ist und dementsprechend gibt es da jetzt noch ein Abschlussvideo quasi. Noch dazu hatte ich ehrlich gesagt absolut keinen Plan, welches Video ich heute machen soll. Upsi. Dieses Video hätte eigentlich auf den Zweitkanal kommen sollen, aber ist halt was anderes am Zweitkanal gelandet. Ich werde mir jetzt die Werbung für meine Modemarke sparen, aber die Werbung für meinen Twitch-Kanal sicherlich nicht. Das ist ein Ausschnitt aus meinem Twitch-Stream. Genau. Da ist eine Aufnahme aus meinem Twitch-Stream. Täglich ab 15 Uhr bin ich dort am Start, meistens bis 21 Uhr sowas herum. Also schaut auf alle Fälle vorbei und subt rein. Und jetzt viel Spaß mit diesem Ausschnitt aus dem Stream. Let's go. Jetzt gehen wir von Jan zu einem anderen Typen, der mit J beginnt, nämlich Justin. Der hat ein Video hochgeladen. Wo haben wir seinen... Es wird einfach immer Justin Light angeboten. Ah, da haben wir das Video. 7 deutsche Rapper und ihre Luxusuhren. Perfekt. Erst gestern haben wir reagiert auf das Video von Cologne Watches, die deutsche Rapper und ihre Uhren vorgestellt haben. Und einen Tag später lädt Justin auch ein Video hoch. Also perfekt. Ein Abschluss in den nächsten Abschluss, eine Verbindung führt zur nächsten, taugt mal komplett. Aber bevor wir da reinstarten, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss ich pissen. Was geht? Willst du bei M&M bei den cremigen Farben bleiben oder auch mal was Bunteres rausbringen? Du meinst, also wir haben Creme-Weiß, also ein Shirt, was rauskommt, ist Creme-Weiß, kein so ein Clean-Weiß, weil ich finde Creme-Weiß nicer. Und das andere ist Stonewashed und das nächste ist dann ganz schwarz, also reines Schwarz. Und bunter überlegen wir dann bei der nächsten Kollektion. Bei der nächsten Kollektion, Thema wird wahrscheinlich so in die Richtung Jus, Recht, Anwälte, Gericht, sowas in die Richtung. Da hätte ich irgendwie Bock drauf, Freunde. Kommt dann ein Ross oder Spectre T-Shirt? Wer weiß, wer weiß. Freunde, schau mal rein. 7 deutsche Rapper und ihre Luxusuhren. Ich hoffe ja, dass UFO wieder vorkommt. Ich kann von seiner Uhr einfach nicht genug kriegen. Für mich die geilste Uhr im Deutschrap-Game, auf jeden Fall. 150.000 kostet das Ding, glaube ich. Die AP Royal Oak Skeleton mit Iced Out. Absoluter Traum in diesem Weißgold, Wahnsinn. Okay, schau mal rein. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Nachdem vor längerer Zeit... Auch da sehen wir dieses Cremeweiß, finde ich sehr, sehr nice. Auch mit dieser Hose dazu, fast schon wie so ein Anzug. Ja, ich sag's ja, Freunde, Cremeweiß ist einfach aktuell viel nicer als dieses cleane Weiß. Seht ihr das? Diese Cremetöne? Mega. Ein Video von mir kam, Rapper und ihre Luxusuhren, kommt heute ein Video, deutsche Rapper und ihre Luxusuhren, weil da haben wir uns vorerst nur mit Ami-Rappen beschäftigt. Heute gibt's deutsche Rapper, vorher möchte ich aber noch ganz kurz was sagen, aus gegebenem Anlass. Damit mir hier nichts wieder unterstellt wird. Wir haben Donnerstag, den 9. 15.53 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist noch kein neues Video online und so weiter. Was ich mir bisher aber gegeben habe, ist Maximilians Reaktion auf meine Rechtfertigung und KuchenTVs Reaktion auf meine Rechtfertigung. Und ich möchte noch einige Sachen aus dem letzten Video klarstellen. Zuallererst aber, ich habe mich schon unter dem letzten Video als Kommentar bei Maximilian entschuldigt, aber auch schon per DM und gesagt, dass ich das auch heute in diesem Video hier machen werde. Ich hatte ihm ja vorgeworfen, dass er versucht hat, das so in die Öffentlichkeit zu drängen und mich damit runterzuziehen. Ich hatte mir sein Video halt aber nicht gegeben und habe es immer noch nicht getan. Aber ich wurde von euch in den Kommentaren darüber aufgeklärt, dass er das gar nicht gemacht hat und mich in vielen Punkten sogar verteidigt hat, was ja auch richtig ist, weil Valente Kacke gelabert hat. Und ja, deswegen möchte ich mich hier entschuldigen, dass ich da so gegen ihn geschossen habe. Wir haben das jetzt geklärt und deswegen, das mit Maximilian ist vom Tisch. So. Okay, sehr nice Statement. Freut mich natürlich, dass er das jetzt nochmal in der Öffentlichkeit klargestellt hat. Ich bin auch froh. Ja, ich habe letztes Jahr Scheiße gebaut, hab's übertrieben. Und dieses Jahr, es wurden auf beiden Seiten Fehler gemacht. Aber ich bin froh, dass das Ganze jetzt endlich beendet ist und dass sich da keiner mehr ein Bein stellen muss, sondern jeder macht sein Ding. Und warum sich gegenseitig ein Bein stellen, wenn man sich auch supporten kann, finde ich auf alle Fälle nice, dass das endlich gegessen ist. Ich weiß doch, er möchte nicht mehr Maxi genannt werden. Ja, Maxi, das hat er eingeführt, da bin ich nicht so Fan davon. So, Punkt 2 und zwar... Und er hat Maximilian sogar richtig ausgesprochen, habe ich mich da nicht verhört, oder? Wir haben das jetzt geklärt und deswegen, das mit Maximilian ist vom Tisch. Da ist er her.
Endlich! Vielleicht merken sich die anderen jetzt auch. So, ich weiß es auch, er möchte nicht mehr Maxi genannt werden. So, Punkt 2 und zwar... Ja, Freunde, Maxi war ich mit 10, wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ich verstehe es halt nicht, wenn sich Leute, die Maximilian heißen, einfach mit Mitte 20 noch Maxi nennen. Das habe ich noch nicht verstanden. KuchenTV. Das ist für mich dann so Eunuchen-Style, wisst ihr, was ich meine? Don't know. Kann man nichts vorwerfen, dass er kennt sich mit Mode nicht aus, no front. Er hat halt aber trotzdem ein Video gemacht, wo er das so in die Öffentlichkeit gedrängt hat und so weiter. Und ja, Maxl geht. Gegen Maxl habe ich nichts. Und wenn du halt als Laie Valentes Video guckst, dann glaubst du mir auch erstmal, wie Unge das auch getan hat zum Beispiel. Dann hat KuchenTV aber mein Statement dazu geguckt und ich habe ein bisschen durchgeskippt und hatte den Eindruck, den auch seine Community hatte. Er hat einen kleinen, Betonung auf kleinen Livestream gemacht. Heute kommt bei mir übrigens keiner. Ne? Samstag ist kein Livestream bei mir. Und seine Community, das fand ich sehr, sehr krass. Ich hätte gedacht, KuchenTV hat so eine Community, die einfach blind alles glauben. Seine Community, die Top-Kommentare unter seiner Reaktion auf mein Statement waren folgende. Ich blende es euch mal ein. Alle hatten den Eindruck, dass er mich trotzdem einfach weiter schlecht reden möchte und gar nicht auf meine sinnvollen Argumente eingeht und so weiter und einfach versuchen möchte, mich zu dissen so und ja, freut mich, dass seine Community dann da aber auch so clever ist und mitdenkt und das auch sieht und da auf meiner Seite ist, weil es halt sinnvoll ist, was ich gesagt habe. Naja. So leichte Kanye-Vibes auch, gell, mit diesem Tonen-Ton, cremefarbenen und oversized, erinnert mich so ein bisschen Kanye-Shindy-mäßig. Kurz aber noch zu Maximilian und zwar hatte er in seiner Reaktion, ich habe mir die gerade auf einer Autofahrt reingezogen, 1 Stunde 6 lang, Respekt, Bruder. Hat er gesagt, dass er es schade findet, dass ich die Designs nicht selber mache. Das war bis Season... Ah ja, da wurde ich auch in den Kommentaren aufgeklärt, das habe ich irgendwie nicht richtig verstanden. Irgendwie hat er bis... erst wo er in Düsseldorf gewohnt hat oder so. Ich wurde deinen Kommentaren schon aufgeklärt, das dürfte ich im Video falsch verstanden haben. 4 oder 5 so, dass ich die nicht komplett selber gemacht habe, sondern ich habe mit meinem Partner zusammen dran getüftelt und auch viele Sachen vorgeschlagen bekommen. Das ist richtig, weil ich da in meiner Abschlussprüfungsphase war und so weiter und vorher viel mit Schule zu tun hatte. Dann, als ich nach Düsseldorf gezogen bin oder jetzt, wo ich in Köln wohne, ändert sich nichts daran, dass ich 100% der Designs selber mache. Das wollte ich nur klargestellt haben. Voll, das ist mir halt persönlich, also ich meine, er kann einen Fick drauf geben, was mir persönlich wichtig ist, aber ich finde es halt nice, wenn der Creator von einer Marke da zu 100% drinnen steckt und einfach beim Designprozess einfach, keine Ahnung, ich lebe halt für genau das und wenn ich mich mit der Art und Weise identifizieren kann, dann respektiere und feiere ich das umso mehr. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass das falsch rüberkommt. So, und dann hat KuchenTV noch irgendwelche Sachen von vor 3-4 Jahren aufgegriffen. Vor 3-4 Jahren, als ich die Marke neu gegründet habe, natürlich, das ist ja klar zu erkennen, das ist auch nicht abzuweisen, dass der erste Hoodie, den wir jemals rausgemacht haben, das erste Produkt von 130 Teilen, das wir jemals rausgemacht haben, war dieser Hoodie und das mit der Kapuze, das Element von der Kapuze, das habe ich von Wettmau übernommen. Ja, KuchenTV. Da stehe ich zu. War aber vor 4 Jahren und in der Zeit ist viel passiert, man entwickelt sich weiter und ich finde nicht, also du bist doch normalerweise derjenige, dass man sagt, okay, wir schauen jetzt nicht, was hat er vor 4 Jahren gemacht, sondern das, was misst mich bitte an meiner jetzigen Kollektion. Und das hat Valente gemacht und ich wollte nur noch sagen, ich nehme das zurück, dass ich glaube, dass er schlecht recherchiert hat. Ich glaube, er hat einfach viele Sachen da reingepackt, obwohl er weiß, dass es nicht da reingehörte, weil er mich anscheinend einfach irgendwie wollte. Kein Plan warum. Es waren 2 plausible Aussagen, habe ich auch zugestanden, dass ich das mit der Hose wusste, dass aber nur ein zweiter Colorway von uns war und dann gesagt habe, egal, wir releasen die beiden Colorways trotzdem. Wie gut das auch matcht, jetzt sehe ich es erst mit diesem Blau und auf der blauen Couch. Und das Marlboro-Ding. Wenn er möchte, noch das Race Flag-Ding. So, das waren 3 von 128 Produkten, wo man sagen könnte, okay, das habe ich da gesehen, das fand ich nice, das habe ich übernommen. Ihr müsst euch mal in Valente reinversetzen. Er ist ein Newcomer, er möchte Aufsehen erregen, wen greift er natürlich dann als erstes an, den größten Fashion-YouTuber. Und das machst du mit 3 Argumenten, bringt dir das nichts. Deswegen hat er einfach keine Ahnung, wie viele das waren, 8 bis 10 Sachen oder so. Und ja, alles außer diesen, ich sag's jetzt mal, 2,5 Sachen war Trash. Das heißt, 8,5 Sachen, sag ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie viel es in seinem Video, ich habe die Argumente nicht gezählt, waren Trash. So, er hat aber einfach so Sachen rausgesucht, wenn Laien die sehen, die sich nicht mit allem auseinandersetzen. Und er hat natürlich geschickt das Datum nur da eingeblendet, wo er halt auch recht hatte. Aber bei 90% der Sachen, das waren die, wo ich recht hatte, hat er natürlich kein Datum eingeblendet, wo Peso zuerst released hat. Und das hat mir nochmal so gezeigt, das ist einfach ein ekliger Promo-Move gewesen. Und bisher ist noch nichts Neues online. Ich habe aber auch schon im letzten Video gesagt, ich werde auf nichts mehr reagieren.
ihr wisst, wie das Mode-Business läuft. Ich habe euch das im Video ganz genau erklärt. Ja, da bin ich nicht zu 100% seiner Meinung. Ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Promo-Move von diesem Valente war. Ich habe dem das schon von seiner Art her abgenommen, dass er einfach darauf hinweisen wollte, weil er selbst Peso-Fan war. Also ich glaube nicht, dass er das zu 100% wegen Promotion gemacht hat, sondern dass einfach ein nicer Side-Effekt war. Deswegen, ja, das war's zum Statement dazu. Achso, was mir noch einfällt, was mich auch zu dem Gedanken geleitet hat, einfach weil mir Leute Livestream-Ausschnitte von Valentes Insta gesendet haben, wo er mit so anderen Leuten livestreamt und dann sagt so, ja, ey, geil, dass die Leute das so sehen und RIP Justin und so wurde da gesagt und ja, wer meine Peso-Sachen haben will, hier, schreib mir einfach eine DM. Ich bin so, ey, Alter, so, checkst was ist? Das ist meine Marke. Ich lebe davon, das ist rufschädigend, das ist Rufmord, Fake News in die Welt zu setzen. Und ja, verstehe ich Justins Sicht, dass für ihn das einfach alles kein Spaß ist. Aber ich verstehe auch diese valente Seite, weil ich mich selbst auch nicht ausnehmen kann. Bevor Justin und ich uns vertragen haben und diese ganzen Dinge aus der Welt gesetzt haben, habe ich mich auch im Chat immer wieder mit diesen Rude-Jokes anstacheln lassen. Und wenn das Thema halt gerade aktuell ist und sich Justin noch nicht dazu geäußert hat, dann verstehe ich, dass da so eine Art Meme daraus entsteht. Aber dass er das nicht so witzig findet, das kann ich natürlich auch verstehen. Natürlich muss ich mich dann da äußern. Und andere Leute sind so schadenfroh, Bro, das ist ein ganz ekelhafter Charakterzug. Gewöhne den bitte ab, bevor... Ja, wir leben halt auch in einer Neidgesellschaft, muss man auch sagen. Bevor du hier weiter denkst, auf YouTube durchstarten zu müssen mit so ekelhaften Manieren. Also, ja, das wollte ich noch gesagt haben. So, das war's zum Statement. Wir gehen aber jetzt back to the roots. Na süß. Nein, und machen auch noch. Er macht natürlich aus Mahan ein Meme. Classic. Das ist auch nochmal witzig. Und machen mit den Rapper-Uhren. Fangen wir an, und zwar mit Enno. Er hat auf der Puma-Werbung hier hat er eine Patek Philippe 5980. Boah, ich bin... Okay, Freunde, das Video, das Statement ist vorbei. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Uhr nicht. Tut mir gerade ein bisschen schwer. Mit einem Lederarmband. Ja, okay, weiß ich nicht, gar nicht zu meinem Fall. Ich meine, Roségold mega modern, 84.000 für die Uhr ist jetzt auch in Ordnung zu dem Preis. Es gibt ja viel teurere Patek. Aber das Lederband, weiß ich nicht, das fühle ich nicht so. Aber für mich ist das halt einfach so Altherren-Style. Aber wer sich drüber traut über das Ganze und meint, er hat es nicht notwendig mit Eisdart zu flexen oder so, was jetzt so mittlerweile auch schon langsam der Trend ist, ist die passende Uhr. Mir persönlich nicht zu meinem Fall. Auch mein Geschäftspartner Lolo die Uhr, eine wunderschöne Uhr. Liegt aktuell auf Chrono 24. Grüße an die Jungs, die sind auch meine Videos aufmerksam geworden. Wie findest du Justins Style von 1 bis 10? Ich habe Justins Style noch nie gehatet. Ich fand den immer ziemlich gut. Auch in der Zeit, wo wir uns nicht gut verstanden haben, habe ich immer das Gleiche zu seinem Style gesagt, dass er Ahnung hat und sich sehr nass anzieht. Ja. Liegt bei Chrono 24 so circa... Außer halt das mit dem Babe. Da bin ich nicht dabei. Das ist das Einzige, wo ich sage, na, das ist nicht mein Film. Bei 84.000 Euro ist so roundabout so der Marktpreis. Ist eine Roségold-Uhr mit einem Lederstrap. Enno hat aber einen Custom-Strap. Die gibt es nicht mit einem Kautschuk-Strap. Kautschuk-Straps musst du dir von so Zweitmarken kaufen. Aha. Hast du einen Kautschuk-Strap? Okay, der hat gar nicht dieses Lederarmband, sondern der hat so einen Kautschuk. Ja, dann finde ich schon wieder nice. Das ist nämlich der richtige Move, sozusagen. Ja, ich mache es einfach sportlich und ich trage eine 80.000 Euro einfach mit einem Gummiband. Wisst ihr, was ich meine? So wie bei der Offshore von AP feiere ich auch des Todes. Gemacht. Auch sehr cool und ist nochmal sportlicher, passt viel besser zu Enno. Lolo hat die aber hier so wie sie existiert, von Patek Philippe selbst, also mit einem Lederstrap. Wunderschöne Uhr. Ich glaube, die sind in den letzten Zeiten generell, auch weil die 5711 auch gesunken ist und Richard Mille ist auch gesunken. Ich glaube, die Uhrenpreise gehen gerade ein bisschen nach unten, auch bei Rolex, meine ich. Platzt die Blase, wer weiß. Krisenzeiten. Wobei ich eher gedacht hatte, dass in Krisenzeiten die Uhren wieder eher steigen. Naja, wir kommen zu Rapper Nummer 2. Ja, nice. Sehr, sehr schön. Iced out komplett, eine AP, relativ... Nein, Blödsinn, ist eine Patek, oder? Sehe ich jetzt gar nicht. Doch, das ist rund. Oh, ja, sehr schön. Kann natürlich nicht fehlen. Shindy mit einer Iced Out Patek Philippe 5711. Also genau. Ah ja, er hat die gleiche, oder? Also wie es die hier ist, liegt bei roundabout 70.000 Euro. Und bevor jetzt wieder böse Zungen sagen, das hast du aber von Shindy geklaut. Ich habe schon, wie ihr es hier eingeblendet seht, im August 2018, da war Shindy noch nicht wieder auf der Bildfläche. Erst wieder 2019 hatte er sein Comeback. Habe ich schon gesagt, dein allergrößter Uhrengrail, wenn du kein Limit hast,
und anscheinend habe ich jetzt kein Limit, habe ich beantwortet eine Patek Philippe Nautilus. Das war damals ein Traum von mir und den durfte ich mir heute erfüllen. Das ist sehr, sehr nice. Ja, das dazu. Zurück zu Shindy. Eine Patek Philippe 5711 ist meiner Meinung nach die schönste Iced Out Uhr generell, die es gibt, und die schönste Iced Out Patek damit auch. Einfach weil, schaut euch diese Uhr an, die ist so filigran, die kannst du tragen, wenn du dünne Handgelenke hast, die kannst du tragen, wenn du ein brachialer Typ bist. So. Ja, filigran ist halt auch wieder sowas, was man feiert oder nicht feiert. Für mich ist einfach UFOs Uhr die schönste Iced Out ever. Die ist einfach slim, das ist einfach wunderschön. Ich habe bei meiner hier, habe ich das gewählt mit zwei großen Reihen. Ich muss gerade auf dem Bild, was ihr hier eingeblendet seht, sind das kleine. Ich sehe gerade nicht, wie schön die das hat. Ich meine, er hat aber auch große. Und ja, die gibt es mit verschiedenen Settings, Grid-Setting, so wie ich das habe. Da gibt es noch das Honeycomb-Setting und so weiter, ist noch ein bisschen teurer. Und ja, so sieht die Uhr aus. Meiner Meinung nach wirklich eine unfassbar nice Uhr. Und ich bin sehr, sehr froh, sie zu haben, dass ausgerechnet die mir nicht entwendet ist. Versichert, ist versichert. So, wir kommen zu Rappern Nummer 3 und 4. Ich habe insgesamt 7 ausgesucht. Und zwar ist das hier so ein Doppelpost. Wir haben hier Nemo, mein Bruder Nemo. Okay, eine Rolex am Start, iced out. Und er auch eine Rolli. Liebe Grüße an dich, Bro. Einer der herzlichsten, letzten Menschen. Balenciaga-Tasche. Menschen, die ich kenne, wirklich liebe Grüße. Die ist mega teuer. Und Summer Jam. Beide haben die iced out Rolex Datejust. Liegt roundabout bei 19.000 Euro. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt jedes Mal das Gleiche, wenn ich diese Rolli iced out sehe, gefällt mir einfach das Armband nicht. Die Reihung von den Diamanten. Weil halt dann auch immer dieser Rahmen entsteht hier. Jedes Mal gefällt mir das nicht. Ich weiß nicht, woran. Ist irgendwie einfach nicht mein Fall. Auch dieses komplett runde, die von, weiß nicht, AP ist einfach mehr meins. Variiert auch, was das jetzt für ein Besatz ist. Kann sein, dass man die auch für 17, 18 bekommt. Kann auch sein, dass man über 20 bezahlt. Je nachdem, was das für ein Besatz und eine Reinheit der Diamanten ist. So wie bei jeder Iced Out Uhr. Und da muss ich sagen, das ist auch meine erste Iced Out Uhr gewesen, die ich hatte. Und das ist einfach super krasse Uhr, was Preis-Leistung angeht. Die macht Welle wie die hier, weil die halt genauso funkelt, ist halt aber ein bisschen günstiger und das ist ein super nice Einsteigermodell für Iced Out Uhren und wirklich für, ich werde auch gefragt, was kannst du für Leute, die jetzt nicht 50.000 ausgeben wollen für eine Uhr empfehlen, wenn man Iced Out mag, sondern das Budget so bei 10, 15 liegt, da kann ich sagen, wenn du bei 15 bis 20 bist, schau dir auf jeden Fall diese Uhr hier an und wenn du bei 10 bis 15 bist, schau dir gerne eine Cartier Santos Iced Out an. Okay, ja, Cartier wird für mich nicht in Frage kommen und ich verstehe auch nicht, wenn ich eine Iced Out Uhr haben möchte, dann brauche ich einfach auch das nötige Kleingeld dafür und wenn ich mir jetzt eine Uhr um 9.000, 10.000 Euro kaufe und die dann nochmal belegen lasse für 10, wo hört der Trend dann auf? Hole ich mir dann irgendwann eine Ice Watch und lasse mit Eis besetzen? Wisst ihr, was ich meine? Also da würde ich viel eher die 20 investieren und mir eine AP Royal Oak holen und auf Iced Out verzichten, als wie jetzt eine günstige Rolex mit Eis besetzen zu lassen. Was meint ihr? Ich habe auch schon oft in meinen Reaction-Videos gesagt, vor einem Jahr oder so auch schon, dass ich finde, dass das eine sehr, sehr nice Uhr ist. Und wenn du noch mehr drauf zahlen willst, vielleicht eine Cartier Skeleton Iced Out. Ja, das waren Rapper Nummer 3 und 4. Wir kommen zu Rapper Nummer 5 und 20. Ja! Die beste Uhr ever einfach. Die ist so gestört nice. Ich finde, das ist einfach die schönste. Wir haben hier UFO 361. Auch klar, dass er hier dabei sein wird. Er hat eine unfassbar auch, also nach der Nautilus Ice Out finde ich, ist das hier die schönste, die zwei schönste Ice Out Uhr. Das ist eine Audemars Piguet Royal Oak 41mm Skeleton. Ne? Voll besetzt und ich glaube, UFO hat auch das Honeycomb-Setting, das ist noch ein bisschen teurer als normaler Besatz. Passt auch sehr, sehr gut zu UFO, der so wirklich diesen Ami-Drip. Ja, mega. Und jetzt seht ihr halt mal den Unterschied, was ich gemeint habe. Seht ihr das? Das ist komplett durchgehend iced out. Du hast nicht unterschiedliche Glieder, wo dann immer so Ränder entstehen, sondern die gehen hier in einem durch. Dadurch hast du diese Ränder nicht. Es entsteht ein ganz cleaner Look einfach, was die Diamanten betrifft. Und dann finde ich natürlich die Verschraubungen, die klassischen bei der Royal Oak nochmal richtig nice. Und da, Freunde, da braucht man nicht reden, oder? Diese Symbiose aus Schwarz und Gold, beziehungsweise Roségold, das schaut einfach so unfassbar nice aus. Auch, dass man bei dieser Skeleton eben ins Uhrwerk hineinsieht und dazu dann nochmal diese graue Verstellschraube. Wahnsinn. Mega, mega schöne Uhr für mich. 95.000. Da haben wir aber gestern in dem Video von Cologne Watch Center was anderes gehört. Nämlich, dass die Skeleton in dieser Version, wie sie auch
wie sie auch UFO hat, 120.000 kostet. Und unsere Vermutung war dann, dass mit Besatz dann nochmal bei 150 liegt. Also 95 finde ich jetzt überraschend. Gerne hinkriegt. Und die Uhr liegt so bei roundabout 95.000 Euro. Ihr könnt immer rechnen für so einen Besatz 15.000 bis 20.000 Euro. Ausgehend von dem Uhrenpreis. Die Uhr liegt so bei 80 circa. Aha, okay, das ist der Listenpreis. Okay, verstehe. Circa 77 bis 80 liegt die Uhr. Rechts schon mal 15 bis 20 drauf für den Besatz. Außer bei Invisible Settings oder Baguettes. Da schlägst du direkt, keine Ahnung, 80 bis 150 drauf für den Besatz. Kein deutscher Rapper hat aber bisher ein Baguette Invisible Setting. Deswegen, da reden wir drüber, wenn die Deutschen den Amis dann hinterher eifern. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn sich das dann die ersten deutschen Rapper leisten können. Aber so Invisible Setting APs, die liegen auch bei einer Million. Und da würde ich sagen, auch logischerweise ist kein deutscher Rapper bereit, sich für eine Million eine Uhr zu holen. Also ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber es gibt cleverere Investments für eine Mio. Wir kommen zu Rapper Nummer 6 und zwar haben wir hier Flair, auch mit einer Eis auf Patek Philippe, aber keine 5711, sondern er hat ein teureres Modell, die 5980. Das ist die Uhr, die Enno am Anfang mit Lederstrap, beziehungsweise... Ich finde auch, deswegen habe ich die Uhr vielleicht vorher auch verwechselt, dass das Armband sehr ähnlich zu AP ist, vor allem mit dem Eisdart-Besatz, aber... Auch da weiß ich nicht, finde ich jetzt die von UFO einfach wieder schön aus, halt Geschmacks. Rubber Strap hatte, nur halt komplett aus Stahl und die hat er voll besetzt bei Pristine Jewelers. Ich glaube, Flair hat ein wenig zu viel für die Uhr bezahlt, weil bei Pristine Jewelers ist ein anerkannter Juwelier in den Vereinigten Staaten und der schlägt einfach wegen seinem Namen nochmal Preis drauf. Die Uhr, fairerweise, kriegst du die Uhr sozusagen dann für 110 bis 115.000 Euro. Flair sagt in seinem Drip-Check, dass er 130 bezahlt 130, hat. Vielleicht ja. Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. I don't know. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Uhr. Und zu Flair passt sie auch ganz gut. Er ist ein brachialer Typ und hat sich nicht mit einer 5711 zufrieden gegeben. Vielleicht hätten auch Leute gesagt, dass er sich bei Shindy inspiriert hätte. Deswegen hat er einfach noch das größere Modell geholt und sich eine Big Boy Patek geholt. Wie einfach alle im Chat über Peso XMAM schreiben, Freunde. Das... Erstens ist das viel zu früh und zweitens Justins Marke gibt schon viel länger, der macht viel mehr Umsatz. Sowas ist einfach viel zu früh, auch für MEM, glaube ich. Für 115 bis 120.000 Euro komplett iced out. Sehr, sehr krasse Uhr. Wir kommen zum letzten Rapper und zwar Farid Bang, darf hier auch auf gar keinen Fall fehlen. Versteht's ja, jetzt ohne meine Marke schlecht zu machen, aber wir haben jetzt die zweite Kollektion erst, die ist noch nicht einmal draußen und wir haben eine Absatzmenge von 1000 Stück und ist, glaube ich, noch zu früh einfach. Aber who knows. Farid hat nämlich eine RM1103, eine Richard Mille. Wie findet sie die? So mit diesem Neon, ich finde die gar nicht so schlecht. In letzter Zeit gefallen mir die Richard Mille schon besser als anfangs. Ich wusste auch nicht, dass die eigentlich mega leicht sind. Also das war mir anfangs noch gar nicht bewusst. Aber ich finde die okay. Throwback, als ich meine Nice noch hatte mit dem babyblauen Band. Eine RM10, keine RM11, wie Farid sie hat. Ein deutlicher Preisunterschied, die Hälfte nämlich. Die Uhr hier kostet 190.000 Euro. Wahnsinn, 190.000 Euro für eine Uhr. Da würden mir so viele andere Dinge einfallen, was ich mit dem Geld machen würde. 24. Farid sagt in seinem Musikvideo teuer, teuer was anderes. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen Flex-Aufschlag ist oder er sie teurer gekauft hatte. I don't know, aktuell liegt die Uhr bei 190.000 Euro oder ob der Markt da halt geschwankt ist. Ich finde nicht, dass Gummiband bei der Uhr komisch ist. Ich finde gerade, das macht sie umso nicer. Der Markt. Oh Mann. Wow. Die liegt bei 190.000 Euro, gerade auf Chrono. Manche kriegst du für 185, manche bei 197. So, ich habe jetzt mal die goldene Mitte gesucht. 190.000 Euro. Eine brachiale Uhr, eine riesige, fette Uhr, ja. Aber auch eine sehr, sehr krasse Uhr. Deswegen, Farid, ist das die teuerste Uhr im Deutschrap? Ich glaube ja, mit 190. Ich glaube auch, zumindest hat Flair das gesagt. 1000 Euro hat er, glaube ich, die teuerste Uhr im Deutschrap. Ja, Farid Bang, als krönender Abschluss mit der RM1103. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne ein Like da. Und Valente kann gerne schon mal schauen, wo hier die Sachen aus der Sommerkollektion hergeklaut sind. Die Trackpants, die wie die Worldwide Trackpants sind, nur in einem Creme-Weiß mit so einem Sicherheitsnadelverschluss. Ah, okay, nice. Und ein Creme-Weiß. Cool. Weißes passendes T-Shirt dazu mit einem lila Peso und einem Backprint. Das finde ich sehr, sehr nice geworden. Heads or Tails Copy. Ja, sehr clean. Finde ich nice. Zwei. Kommt morgen auch ein. Wie gesagt, ich bin halt kein Fan mehr von den ganz langen Ärmeln, aber so vom, der Farbton ist halt einfach auch Bombe und Design sehr clean und schlicht, finde ich cool. Instagram-Bild zu online, schreibt mir gerne eure Meinung schon mal in die Kommentare
Und ja, wir sehen uns am Montag wieder auf Justin Light und vielleicht, ich glaube, morgen Abend im Livestream. Morgen Abend im Livestream. Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Peace. Ja, sehr nice das Video auf jeden Fall. Guter Abschluss gefunden, nachdem wir gestern schon das Video von Cologne Watch Center gesehen haben. Mein Fazit, was soll man sagen? Ufer hat einfach die niceste Uhr. Die ist einfach wirklich, wirklich Bombe. Mich wundert es, dass die bei Justin nur bei 90.000 angeschrieben ist, also nachdem Cologne Watch Center bei 120 ohne Besatz gesprochen hat, würde mich interessieren. Aber die Wahrheit liegt vermutlich wie immer irgendwo.